So, kommen wir wieder zu Herrn Getrell zurück. Herr Getrell hatte die tolle Idee. Er hat erstens eine Firma, die RG, Recombination Group. Und die hatte die tolle Idee, wir brauchen einen Bunker und wenn dann irgendwie was kommt, dann frieren wir dort Schläferarmeen ein, die die Welt dann so umformen, wie wir das wollen. Das ist auf jeden Fall so das, was der Herr Getrell sich dachte. Man weiß nicht so genau, was er geplant hat. Auf jeden Fall brauchte er Leute, die seine genetisch perfekten Schläfer bewachen, während die da in ihren Stasis-Kammern wohnen. Und deswegen wurden schön Angestellte mit eingeschlossen, Die die dafür sorgen sollten, Bleicher. dass genau die Bleicher. Diese Angestellten natürlich fingen über die Generationen an, sich zu verändern und wurden von subtiler Mimetik so umdoktriniert, dass sie halt Getrell für einen Gott halten und die Schläfer auch für Götter. Man kann sich vorstellen, was das in der Gesellschaft macht. Irgendwann waren aber die Nährstofftanks aufgebraucht, die Energie war, die Generatoren versagten ihren Dienst und damit nicht verhungern mussten, die Bleicher nach draußen, auf jeden Fall teilweise. Man kann sich vorstellen, dass die schon ein bisschen genetisch degeneriert waren. Inzest, wenig Sonnenlicht, hurra. Auf jeden Fall verehren sie, die meisten Bleicher verehren die Schläfer wie Götter und ein sehr, sehr finsterer Kult eigentlich, der sehr wenig über sich selbst weiß, sehr, sehr verblendet ist, sehr, sehr indoktriniert. Aber das sind die meisten Kulte tatsächlich auch, also kann man da tatsächlich sagen. Again, es ist keine Welt, in der man eigentlich leben will. Aber wir sind Rollenspieler, wir sind irgendwie schon ein bisschen masochistisch. Und damit hätten wir eigentlich alle Kulte abgearbeitet, oder? Hab ich einen vergessen? Nö, ich habe keinen, hab ich keinen vergessen. Dann können wir es dem System tatsächlich zuwenden und ich erkläre kurz, wie das Rollenspielsystem funktioniert. Das System von Degenesis ist sehr, sehr schnell erklärt. Es ist ein Poolsystem, das hauptsächlich darauf aufbaut, dass man ein körperliches Attribut plus eine Fähigkeit in Würfeln hat und damit würfelt und 4, 5 und 6 sind Erfolge. 6 ist zusätzlich ein Trigger. Trigger, also Erfolge sagen, ob etwas geschafft ist, Trigger sagen, wie gut. Wenn du also zum Beispiel sagst, ich will eine Probe würfeln auf Medizin, um jemanden zu versorgen, und ich brauche 3 Erfolge, damit er mir nicht wegstirbt, dann würfel ich meine, sagen wir mal, 5 Würfel und ich habe 3 Erfolge und einen Trigger, dann ist es mir einigermaßen gut gelungen. Hätte ich 2 Trigger, wäre es mir sehr gut gelungen. ETZ, kann man sich denken. Ja. Kampfwürfe zum Beispiel funktionieren genau ähnlich. Man würfelt halt in ein Attribut plus eine Waffenfertigkeit und muss halt gucken, ob man über die passive Verteidigung seines Gegners kommt, wenn der sich nicht aktiv verteidigt. Wenn er sich aktiv verteidigt, ist das ein vergleichender Wurf. So, es gibt 3 wichtige Dinge, die man noch wissen sollte. Erstens, Ego. Ego ist sozusagen die geistige Ausdauer, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, die Fähigkeit, psychisch sich so stabil zu halten, dass man nicht zusammenklappt. Wenn Ego verbraucht ist, dann klappt man zusammen, dann darf man eine Probe würfeln und wenn man die schafft, dann kommt man mit einem Punkt Ego wieder zurück. Dann ist aber auch die Puste raus, wenn der Punkt weg ist, dann bist du richtig am Arsch. Versporung sagt, wie viel von diesen Burn-Sporen kann ich einatmen, ohne dass ich sozusagen mich dem Erdchakra anschließe. Es gibt permanente und es gibt temporäre Versporungen. Erstmal geht die temporäre Versporung hoch. Und wenn die dann voll ist, dann geht die permanente Versporung hoch. Permanente Versporung geht nicht mehr weg. Und je mehr permanente Versporung du hast, desto näher wird man sozusagen an den Erdchakra herangeschoben. Und wenn es halt voll ist, dann tschüss, tschüss, sag ich nur. Mutierst du dann auch währenddessen? Bekommst du dann andere Fähigkeiten oder andere Nachteile? Andere Nachteile tatsächlich, aber Fähigkeiten nicht wirklich. Du kriegst halt was mit, was das Erdchakra gerade macht. Aber sonst nicht tatsächlich. Du mutierst tatsächlich auch nicht, du wirst einfach nur zu einem. Ja, wie sage ich das taktvoll? Einfach ein kranker, verfallener Typ. So einer leeren Hülle? Ja, einen Sporenzombie wirst du halt. Sporenzombie, alles klar. Und gegen die hilft in der Regel eins: Feuer. Ich glaube, Fleischwunden sind klar. Das sind im Prinzip normale Lebenspunkte. Genau. Trauma. Das Trauma ist ein bisschen tricky. ich vergleiche das gern mit schwerheilbarem Schaden aus der WoD. Also können auch körperliche Wunden sein oder sind das nur geistige Wunden? Trauma sind tatsächlich rein körperliche Sachen. Wenn deine Fleischwunden, also erstmal, jeder Schaden füllt erst deinen Fleischwundenpool auf. Und wenn der voll ist, dann geht es in die, also es gibt bis auf wenige Ausnahmen, geht es dann in den Traumapool hinein. Jeder Punkt im Trauma gibt dir eine Erschwernis von 1. Und wenn es halt voll ist, bist du tot. Also mit tot meine ich richtig tot. Man sieht also, das geht recht schnell, je nach Waffe halt. Je nachdem, wie viel Leben man natürlich hat. Im Vergleich, die stärkste Waffe im Spiel verursacht ohne Umwege 16 Traumaschaden. Ja, damit wirst du Aber gut, das ist ein Witz. wahrscheinlich nie zu tun haben.
Hoffen wir mal. Ja. Aber ich glaube, wenn du jemand begegnest, der so einen Teil hat, dann hast du andere Probleme. Ja. Versuchst du noch Anhänger? Genau. Das ist sozusagen regeltechnisch ganz kurz gesagt. Dann gibt es noch Hintergründe. Hintergründe beschreiben im Endeffekt Hintergründe. Und zwar Verbündete, Autorität, Netzwerk, Ruf, Ressourcen und Geheimnisse. Verbündete sagt, wie viel Leute du halt innerhalb deines eigenen Kultes hast, meine ich. Autorität sagt genau, wie viel Befehlsgewalt über Leute in deinem eigenen Kult hast. Netzwerk sagt, wie viele Leute kennst du außerhalb deines eigenen Kultes. Ruf sagt, wie gut ist dein Leumund. Wie bekannt bist du. Ressourcen sagt, wie viel materielle Ressourcen hast du zur Verfügung tatsächlich. Und Geheimnisse sagt, wie gut bist du in die Geheimnisse deines Kultes eingeweiht. Das ist auch ein Würfelpool. Das heißt, ich habe da jetzt 3 Würfel drin und dann würfel ich 3. Es wird im Normalfall nicht gewürfelt, außer in bestimmten Situationen gibt es Bonuswürfel auf einzelne Sachen. Das heißt, du fasst einfach, du hast Autorität 3 und dann kannst du eben über jemanden mit Autorität 1 bestimmen, sagst du nur einfach. Ja, zum Beispiel, nehmen wir an, du bist ein Richter, sagen wir mal, und du hast Autorität 2 und willst einen Typen einschüchtern mit dominieren. Und der ist in deinem eigenen Kult drin. Oder er ist auf jeden Fall, er wohnt in einem Gebiet, wo die Richter halt Einfluss haben. Und dann sagst du, okay, dann kriegst du halt deine 2 Bonuswürfel auch dominieren, weil du halt offiziell für ihn eine Autoritätsperson bist. Okay, gut. Andere Sachen, zum Beispiel Netzwerk kann dir Bonuswürfel geben, wenn du dich über irgendwas erkundigst oder oder es kann einfach sein, dass du deswegen Connections, die halt zugänglich gemacht werden, die andere Leute jetzt nicht haben. Ja. Geheimnisse dagegen sind halt Sachen, diese Punkte übrigens, die kann man nicht wirklich dazu kaufen, die bekommt man halt durch bestimmte Aktionen dazu vom Spielleiter. Und du hast einen gewissen Pool am Anfang. Ich glaube 4. Genau. Am Anfang hast du 4 Punkte Hintergründe ausgeben. Die brauchst du übrigens auch, um in deinem Kult im Rang aufzusteigen, brauchst du in deinen Hintergründen Punkte. Nähern wir uns im Weiteren den Potenzialen ein. Potenziale sind Sonderfertigkeiten. Fertig aus. Die halt dich coole Dinge machen lassen. Oder weniger coole Dinge, je nachdem, worauf du stehst. Da gibt's ganz schön kranken Shit dabei. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenden wir uns noch 2 Dinge zu, die wichtig zu wissen sind. Und zwar Fokus und Primal und Glaube und Wille. Du hast entweder Fokus oder Primal und Glaube oder Wille. Die schließen sich jeweils aus. Fokuspersonen sind Menschen, die mit dem Verstand an Probleme herangehen. Primal-Personen sind jemand, der instinktiv an Probleme herangeht. Glaube ist, heißt, du glaubst an eine höhere Macht. Wo du raus, du deine Sicherheit beziehst, Wille sagst, du beziehst deine Sicherheit dir selber. Das ist deswegen wichtig, weil bestimmte Aktionen brauchen auch bestimmte Sonderfertigkeiten vor allem, brauchen auch bestimmte von diesen Fähigkeiten. Wenn du zum Beispiel, du kannst am Anfang entscheiden, ob du Wille oder Glaube haben willst, und das andere wird dann rausgestrichen für dich. Das existiert dann nicht. Und das kannst du auch nicht rückgängig machen. Ja, das ist permanent so. Das bleibt. Ich werde noch ganz kurz was zu den Fähigkeiten jeweils sagen, weil das ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, was genau diese Fähigkeiten eigentlich sind. Ich meine damit hauptsächlich die Psyche- und Charisma-Fähigkeiten. Beim Rest kann man sich denken, was es ist tatsächlich. Athletik kann man sich denken, ist halt Athletik, Laufen, was weiß ich. Ja, Faustkampf ist klar, Kraft, einfach Kraftübung, Nahkampf, klar, Ausdauer, klar. Härte ist Widerstand, Konstitution. Genau, sozusagen. Ja. Geschicklichkeit ist klar, Handwerk, Fingerfertigkeit, Steuern für Autos, gibt es sowas noch? Nein. Ja. Doch, Autos, Motorräder, Pferde. Pferde sind auch Steuern, okay? Ja. Boote. Alles Steuern. Beweglichkeit, Schnelligkeit? Beweglichkeit ist auch ausreichend und sowas. Schusswaffen ist klar, Heimlichkeit ist klar, Charisma, Künste? Singen, Musizieren, Trompete spielen, sowas. Ja, Verhalten. Ah, das ist sozusagen Gebräuche in Shadowrun, würde ich es sagen. Etikette in DSA würde ich es übersetzen. Okay. Ja, es ist eine Mischung aus, das ist Etikette. Ja. Also Etikette und Gassenwissen, beides? Genau, eigentlich schon. Gut. Ausdruck, ja. Ich glaube, erzähl mal, was Ausdruck ist. Ausdruck ist tatsächlich, wie man Reden hält, wie man Leute überzeugt von bestimmten Dingen. Und zwar ohne zu lügen. Also es ist halt Rhetorik. Okay. Das ist Ausdruck. Führung, Verhandlung, Verführung, ja, alles klar. Artefaktkunde, ja, Technik. Gibt es Götter? Nein. Wer weiß? Jein. Also Artefakte sind dann göttliche Artefakte oder ist es auch Nein. Technik?
Artefakt ist die Technik, die keiner versteht. Das ist im Urvolk übrig ist. Ja. Lugia 3210 ist ein Artefakt. Nein, das ist eine Waffe. Und ein Artefakt. Ja, gut. Ja. Aber das sind dann mehr so Sachen, wo auch für heute, also 2018, noch teilweise weit in der Zukunft liegende Dinge. Also Artefakt von des Hochtechnologie im Endeffekt. Okay. Und wo ist dann der Unterschied zur Technik? Technik kann ich eben auch die neu gebauten Sachen mit benutzen. Ja. Artefaktkunde ist spezieller, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich wichtig zum Identifizieren von bestimmten Dingen. Technik ist mehr das Machen und Reparieren. Und Artefaktkunde das Analysieren. Genau. Gut, Fokus. Und auf der anderen Seite Primal war das, ne? Genau, das war Instinkt. Genau, richtig, auf der gegenüberliegenden Seite. Was ist Fokus? Ist es Konzentration. Genau, also dass man mit verstandmäßig an Dinge herangeht. Logisch, ja. Kühl. Legenden sollte klar sein, Medizin, Wissenschaft, okay. Gerissenheit ist dann Lügen oder Gerissenheit? Gerissenheit und Täuschung, jetzt bin ich selber neugierig. Improvisationstalent. Schlitzohren. Also Gerissenheit ist natürlich, dass man... Man trickst hin und her, man hat kluge Antworten auf Fragen. Ausweichende Antworten. Gegenfragen. Ja, und Täuschung ist dann einfach eine Lüge. Ja, Täuschung ist unter anderem auch Lügen und Bluffen, also auch sich verkleiden. Das ist einfach das Täuschungstalent. Wenn du andere Leute täuschen willst, dann würfelst du Täuschung. Dominieren ist klar. Glaube. Ja, sollte klar sein. Und Reaktion. Bei der Psyche? Reaktion ist tatsächlich, wie schnell du auf Dinge reagieren kannst. Auch die Inni. Okay. Empathie ist das Einschätzen von anderen Menschen. Orientierung. Wahrnehmung. Primal. Dann erzähl mir, was Primal ist. Primal ist das Instinkt. Ist sozusagen also dass du halt gefühlstechnisch instinktiv an Dinge herangehst. Mhm. Während zum Beispiel im Kampf, also die beiden Fähigkeiten machen genau das gleiche eigentlich. Während der Fokus, also nehmen wir mal zwei Nahkämpfer, der Fokusmann, der ist hochkonzentriert und schlägt zielte Angriffe, um halt großen Schaden anzurichten, der Primal-Typ brüllt währenddessen und prügelt dich mit deiner Axt zu blutigen Klump, beide machen gleich viel Schaden damit, sozusagen, damit du halt weißt, was jetzt jeweils gemeint ist. Gut. Überleben ist klar und Zähmen geht um Tiere, geht um was ist da bei Zähmen alles eingeschlossen? Ist es soweit ich weiß, wirklich nur Tiere. Tiere, okay. Hätte ja sein können, dass es doch irgendwelche Sporenwesen oder so, aber das ist alles böse. Die kannst du nicht zähmen. Kann ja sein, also jetzt nicht irgendwelche Zombies oder so, aber was auch immer da rumläuft. Ich glaube mir, mit allem, was von Primal in berührt wurde, wirst du wenig zu tun haben. Außer du bist high werden. Dann ist es voll geil. Oder du bist Spitalia und hast einen Flammenwerfer bei. Juhu. Oder wieder Teufel mit Flammenwerfer, auch cool. Ja, wollen wir kurz ins Kampfsystem gucken, oder? Ich erkläre mal ganz kurz das Kampfsystem und das Kampfsystem ist einfach erklärt, weil es halt funktioniert wie alles andere auch. Man hat einen Initiativewurf, der tatsächlich darauf basiert, dass man Psyche plus Reaktion wirft, plus eventuelle Boni und seine Erfolge und seine Trigger sich merkt. Erfolge sagen, wann du in der Reihenfolge dran bist, Trigger sagen, wie oft. Normalerweise bist du also eine Aktion pro Kampfrunde, pro Durchgang. Pro zwei Trigger, die du hattest, hast du eine Aktion mehr. Also hohe Psych-Reaktion im Kampf ist richtig, richtig mächtig. Man kann auch jede Runde Ego ausgeben, um bis zu 3 Bonuswürfel auf den Reaktionswurf zu kriegen. Das heißt, also wenn man viel Ego hat, kann man auch viel davon ausgeben und ist prinzipiell auch schneller. Wichtig, die Inni wird jede Runde neu gewürfelt. Ja. Die wird jede Runde neu gewürfelt, das heißt, die frisst auch richtig schnell Ego. Kämpfe an sich sind brutal tödlich, was einfach daran liegt, dass du wenig Panzerung hast und Waffen ultra viel Schaden machen und du ultra wenig Leben hast. Und dieses Leben auch noch unglaublich langsam heilt. Was im Endeffekt dazu führt, dass du nicht kämpfen willst, normalerweise. Außer du greifst zuerst an, weil du weißt, der Gegner ist tot, bevor er zurückschlagen kann. Der Kampf läuft dann so ab, man sucht sich halt ein Ziel und greift dieses an, mit was auch immer, mit Faustkampf, Nahkampf, Schusswaffen, wie auch immer. Und dann wird geguckt, du würfelst halt deinen Wurf und guckst die Erfolge an. Die Erfolge sagen, ob du triffst. Und zwar wird er erstmal verglichen mit der passiven Verteidigung. Die ist im Normalfall 1, 2, wenn er, also nochmal plus 1, wenn er auf dem Bein ist und sich irgendwie halt bewegen kann. Und 3, wenn er gelaufen ist. Das ist im Großen und Ganzen, was du an passiver Verteidigung wissen musst.
Wenn der Gegner sich aber entscheidet, seine Aktion aufzugeben und sich aktiv zu verteidigen, der kann danach, der hat dann eine seiner Aktionen aufgebraucht. Er hat ja auch nur eine normalerweise, also wenn er keine zweite hat, kann er sich nicht verteidigen und noch angreifen. Dann kann er tatsächlich würfeln auf einen Verteidigungswurf. Auf jeden Fall entweder im Faustkampf, zum Beispiel kannst du dich mit Faustkampf verteidigen, im Nahkampf kannst du dich mit Nahkampf verteidigen oder mit Beweglichkeit und gegen Schusswaffen kannst du dich eigentlich nur mit Beweglichkeit nicht verteidigen. Im Großen und Ganzen ist es aber eine dumme Idee, sich, wenn man nicht ganz, ganz sicher ist, dass man stirbt, wenn man nicht getroffen wird, dass man sich verteidigt oder wenn man viele Aktionen hat. Dann wird der Kampf halt so durchgeguckt, wenn man getroffen wird tatsächlich, dann guckt man, wie viel Schaden die Waffe macht, zieht seine Rüstung davon ab und dann kriegt man halt so viele Fleischwunden. Wenn die Fleischwunden schon voll sind, kriegt man Traumaschaden. Wenn der Traumaschaden voll ist, bist du tot. Hurra, passiert schneller, als man denken mag. Ja, die Heilungsrate ist eine Fleischwunde pro Tag und ich meine ein Trauma pro Woche. Pro 10 Tage. Ah, pro 10 Tage sogar. Klingt lustig, nicht wahr? Du willst nicht kämpfen. Ja, vor allem da die Schadenszahlen von allein von einem Messer schon ausreichen, um bei dir das kalte Grausen. Du kannst ja gucken, wenn du, nehmen wir an, Borka spielst mit Härte 4 und Körper 3, dann hast du insgesamt 14 Fleischwunden. Ein Messer, also ein normaler Messerstich macht mindestens 4. So um den Dreh rum. Ja. Und wenn der Helvetiker auf dich schießt, kassierst du 13. Ich meine 11. 13, wenn du Hohlspitzmunition nimmst. Wenn er Hohlspitzmunition hat. Aber im Normal, also selbst wenn er nicht mit Hohlspitzmunition auf dich schießt, du bist fast tot. Einen zweiten überlebst du nicht. Jetzt kommt der Witz, ich glaube, es ist leichtgängig, oder? Egal. Ja, natürlich. Dieses Ding ist völlig OP. Ja. Ja, es gibt ja noch ein paar Waffeneigenschaften, jeweils bei den Waffen dabei, aber die werde ich niemals nennen, wenn du. Ja, ich glaube, das ist das System schon ganz gut erklärt eigentlich, oder? So die obere Angrenzung, ja. Haben die anderen noch Ergänzungen zu machen? Gibt so ein, ich glaube, im Katharsis-Buch gibt es auf Seite 112 eine Auflistung. Tausendfacher Tod. Stürze, Explosionen, Feuer, Ersticken, Ertrinken, Erwürgen, Gifte, Krankheit und so weiter. Wird dort alles kurz angeschnitten. Das System ist eigentlich dafür gedacht, eigentlich das Helden überleben, aber die Welt ist halt krass bösartig. Mag dich nicht. Die Leute da sind ebenfalls krass bösartig und mögen dich nicht. Der Homo Legendus ist krass bösartig und macht dich nicht. Die Asumo, die Maschinenwesen mögen dich nicht und prügeln dich mit einem Schlag tot. Niemand mag dich im Endeffekt in The Genesis. Man muss massiv aufpassen, damit man nicht einfach spontan stirbt. Die Welt ist sehr, sehr hart. Aber mal das Schlechte beiseite und wenden wir uns zum Spaßigen zu der Charakterstellung. Ja, Frage an die anderen beiden, Janus und Moses. Wisst ihr schon, was ihr spielen wollt? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir können jetzt die Kulte und die Rassen frei miteinander kombinieren, oder? Nicht ganz frei, nicht? Es gibt ein paar Sachen, die sind auf Afrika bzw. Europa festgeschrieben. Dann Frage an Wulfen, wo spielen wir, in Europa? Ja, wir spielen in Europa, wir spielen in Borka, um genau zu sein, und zwar in Justizian spielen wir, der Hauptstadt des Richterkultes, des Protektorats. Okay, dann will ich einen Chronisten anmelden. Der zentrale Cluster ist auch ebenfalls dort. Also, ich habe mir, wie im Forum beschrieben, auch vorgewarnt, ich habe mir eine Upper gebaut. Ist nicht bauen, wenn alle Leute hier sind. Wollen wir gemeinsam machen. Also ja, wir spielen in Justizian. Das entspricht Dortmund, oder? Ich meine, das ist das ehemalige Dortmund. Nein. So gut wie eigentlich schon, doch. Ja, also davon ist aber nichts mehr übrig eigentlich. Kein BVP-Fan mehr. Ne? Also das heißt, wir machen einfach mal alle Borka. Ja, wir müssen die unbedingt irgendwann noch angrenzende Regionen nehmen. Ich will noch kurz was zum Plot sagen, wann wir spielen. Wir spielen kurz nachdem die Statue des ersten Richters gesprengt worden ist. Also es ist eine sehr, sehr angespannte Spannung in der Stadt zwischen den Richtern und den Jehermedanern. Und dort werden wir dann einsteigen tatsächlich. Es wäre natürlich schön, wenn wir einen Richter dabei hätten. Wir spielen genau gesagt in Westborka, also mit dem steppenartig geprägten Land mit Roststürmen. 54, 55 ist dann die Stadt. Es gibt dafür eine coole Karte der Stadt online. Ich kann mal kurz gucken, ob ich die finde. Okay, das heißt, Kultur ist Borka und der Kult. Können wir beim Kult alles wählen? Ja, das ist ja quasi unsere Klassen, ne? Ja, der Kult ist eigentlich ein Teil der Klasse auf jeden Fall. Ich würde gern eine Klasse spielen, die nicht unbedingt alles wissen muss von der Welt, sondern die so ein bisschen zurückgezogen lebt. Sind das dann einfach die Schrotter? Oder ihr hattet ja schon gesagt, dass es nicht der Abschaum ist. Also, sagen wir es mal so, du kannst jede Klasse besiegen. Also je nachdem, was du spielst in den Kulten, kannst du immer ungebildet sein.
Außer vielleicht bei Chronisten. Ja. Aber ja, Schrotter tatsächlich sind irgendwie zurückgezogen von der Welt, aber sind halt sehr, sehr bodenständige Typen, sehr, sehr einfache Leute, die auch sehr, sehr viel allein um Land umherwandern und auch gar nicht so viel wissen müssen. Und ja, die teilweise auch einfach nicht interessiert, weil es einfach ums Überleben geht. Da muss man nicht wissen, was die hohen Herren in Justizien besprechen. Ja, ich mache einfach mal den Schrotter. Bleicher geht nicht, dann mache ich den Schrotter. Gut. Bleicher sind auch sehr, sehr, sehr kritisch. Ich bin Abenteurer, ne? Konzept? Oder was ist das also, für Konzept? Wird das nicht in einem Online-Tool angezeigt, was das Konzept konkret bedeutet? Das steht natürlich dabei, wenn du darauf klickst. Leichtsinn, Übermut. Also, Bleicher ist natürlich ein schwieriges Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen. Schrotter, Bleicher geht gar nicht. Geht theoretisch schon, aber sollte man nehmen. Ich werde einfach einen Schrotter nehmen. Also, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen überlegt, den Zurückgezogenen zu spielen, damit ich eben nicht wirklich viel von der Welt wissen muss und dafür bräuchte ich jetzt eben nochmal das Konzept. Konzepte sagen tatsächlich darauf, wie du so tickst, sozusagen. Und sie geben dir auch bestimmte Boni. Boni sagen nicht, du kriegst Plus auf irgendwas, du kannst einfach mehr Punkte reinstecken. Was dann einfach auch recht wichtig ist, weil man muss nachher gucken, wie man seine Punkte verteilt, damit man einen möglichst angenehmen Rang innerhalb seines Kultes innehat. Weißt du, mal gucken, die einzelnen Konzepte machen eigentlich ziemlich genau das, wie sie genannt werden. Und kannst ja mal gucken, was dir davon zusagt. Und dann kann ich jetzt Attribute verteilen, 10 Stück, ne? Genau. Du sollst aber davor mal gucken, was genau braucht denn der Schrotter, um auf einen Rang zu kommen, dass der halt dir einigermaßen angenehm ist. Ja. Dafür gehst du mal auf die Schrotterseite tatsächlich im Katharsis. Das ist genauer gesagt, lass mich kurz gucken, hier, Seite 61 gehst du mal, Katharsis, da siehst du den Schrotterbaum mit den verschiedenen Rängen. Ja, aktuell bin ich Maus, ne?